So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Bahrain natürlich. Ja, wir gucken mal auf die Nachrichten, da dürfte sich nicht viel geändert haben. Wetter passt perfekt und ja, versuchen natürlich unser Bestes hier heute zu liefern. So. Aber ich bin zu schnell beim Zurückdrücken und los geht's jetzt mit dem Qualifying. Die Trainingsanzüge oder Rennanzüge, die kann ich erst leider nach der Session bearbeiten. Ich ärgere mich gerade so ein bisschen, aber naja, ich hätte aber. Okay, gehen wir rein. Runde 2, kurzes Qualifying, 18 Minuten. Und da versuchen wir unser Bestes natürlich dieses Mal gutes Ergebnis rauszuholen. So. So, Setup laden. Gib ihm rein. Gib ihm. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups. So, auf geht's. Entschuldigung, das war ein bisschen zu schnell. Ja, ein bisschen zu weit drüber. Darum ist es richtig. So, mal gucken, ob wir heute nochmal ein gutes Ergebnis hinbekommen. Unser bestes Ergebnis. Gutes Ergebnis wäre gut. Ja. Einige Punkte wollen wir natürlich mitnehmen heute. Beziehungsweise dieses Rennwochenende hier. So, wir haben noch 16 Minuten. Wir können auch nur zwei Versuche setzen. Im Gegensatz zum Rennen in Australien, wo ich wusste, dass es Regen gibt. Let's go. Angriff auf hoffentlich die zweite Pole der Saison. So, Bestzeit natürlich im ersten Sektor. Aber was wird die wert sein? Was wird die Runde wert sein am Ende? Ocon 28,9. Hamilton 27,9. Das ist zumindest mal ein Richtwert. Ocon kriege ich gepackt, aber Stroll und Hamilton nicht.
Hier schiebt sich noch Vettel dazwischen. Und ich vermute auch Bottas. Ne, das wird nichts werden, da werden wir nicht rankommen. Nicht mit dem ersten Schuss. We have two laps of fuel remaining. Ja, das ist schon durch. Das ist zumindest nur Platz 6 momentan. Also wie das hinter uns ist. So. Our best lap so far is a 1 minute 28.9. Momentan noch auf 7. Rückstand eine gute Sekunde auf die Spitze. Verstappen, was? Okay, beide Ferrari hinter uns, knapp. We're 16th in the speed trap, 334.1 kilometers per hour. Ja, aber tatsächlich waren wir nur auf 10. Der Abstand hat sich nicht verändert. Albon momentan auf 2. So. Ja, momentan sind wir sogar raus aus den Top 10, was die ersten Schüsse betrifft. Jetzt gehen wir mal raus. Ich habe ja noch Reifen, ne? Ohne gute Reifen. Ja, passt. Perfekt. Gut, dann gehen wir raus. Engine fired, we're set. Dann haben wir noch einen dritten Schuss, glaube ich, mit dem Satz. Wir müssen uns ein bisschen mehr vorarbeiten, weil nur wieder außerhalb der Top 10. Sag ja, nach dem guten Trainingsanstieg drücken, habe ich gedacht, ja, wir schaffen das irgendwie. Und dann kam plötzlich auf einmal das, blöde Qualifying, was auf einmal nur Platz 13 bedeutet momentan.
In Australien war es Platz 14. Das ist natürlich. Ich soll hier natürlich ein bisschen besser werden. Wieder so unten am Ende kleben, habe ich keine Lust zu. Aber wir müssen es halt nehmen, wie sie kommen, ne? Also ich versuche noch mal zwei Züge zu setzen. So. Ich muss jetzt mal kurz wieder den Button rausnehmen. Eine Sekunde ist der momentane Abstand nach hinten zur Spitze. Ja, auf geht's. Scheiße! Da bin ich ein bisschen raus auf die Curbs gekommen und dann hat das Auto verabschiedet. So, ich muss meine Rückblende einsetzen, leider. So, ich glaube, ganz davon wird es nicht reichen. Das ist momentan nur Platz 6. So, wir haben noch 5 Minütchen, also ich versuche nochmal gleich einen Reifensatz zu nehmen. Hamilton nochmal. 27,2, es bleibt bei einer Sekunde. Der hat übelst die Zeit nochmal gut gemacht. Unser Ziel ist es, so weit wie möglich nach vorne zu fahren. Momentan stehen wir nur in Reihe 3. Reihe 2 müssen wir mal versuchen, will ich versuchen. Fahrer vor mir. Signs ahead, their best lap time is a 1:28.2. Ja, ich habe ein bisschen verloren. Das Ziel ist es nochmal, vielleicht nochmal ranzukommen.
So far, our fastest lap is a 1:28.2. So. Ich muss doch mal eine einmal noch eine Runde setzen. Die wollen gerade alle doch mal raus. So, wir reihen uns ein zwischen den beiden Alphas. Wir haben noch gute 2 Minütchen. Ja, ich habe mich jetzt bewusst mal davor vorbeigedrückt, weil wir eine freie Bahn brauchen. Das nächste Auto davor ist ein bisschen weiter weg. Das wird dann einer der beiden Alpha Tauri sein. Die sind auch ziemlich... Also das ist teamweise hintereinander. So. Wenn man es schafft, wieder auf 4 zu kommen, wäre das gut, weil das haben wir in Abu Dhabi nämlich geschafft. Da sind wir nämlich von Platz 4 aus dann auf 2 durchgefahren und konnten uns so den 6. Konstrukteursplatz holen. Aber mal gucken, was heute jetzt betrifft, was heute klappt. 1 minute remaining, just 1 minute. So, Angriff auf die hoffentlich finale schnelle Runde. Auf die Pole wird es nicht werden, das ist schon mal klar. Quersteher drin. Ich glaube, das verkackt mal sogar. Wir haben den ersten Sektor verkackt, wir haben den zweiten Sektor verkackt. Ne, das wird nichts werden. Das wird sogar nur Reihe 4 werden, wenn überhaupt. Im Tag steht da die 8, das wird wahrscheinlich sogar noch schlechter werden. Ne, 8er ist es. Ja, da haben wir nochmal 2 Plätze verloren, weil wir da noch ein bisschen über die Curbs rüber geflogen sind. Ich habe eigentlich ein bisschen mitgenommen an Vorsprung. Mit 200 oder die habe ich mir dann durch diesen... Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und Alexander Albon. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ich sag ja, mit diesen 200, die ich ja mitgenommen habe, da wäre ich auf 6 gewesen. Da hätte ich die Runden von Ricciardo und Leclerc noch gekontert. Und dann wäre es am Ende Platz 6 geworden. Aber es ist am Ende nur Platz 8, also... Ja, gucken. Gucken, was am Ende rauskommt. Auch die Saison, der Auftakt ist momentan nicht so, wie ich mir das vorstelle. Thank you.
Ja, egal, passt. Müssen wir halt mit leben. Wir haben ja noch morgen die Möglichkeit, alles wieder gut zu machen. So, das Rennen ist das nächste, was jetzt auch ansteht. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Naja, erfolgreich ist alles andere als gut, aber okay. Na gut, wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr dann mit dem Rennen.